Hallihallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Need for Speed Payback. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hier gerade stehe. Irgendwo auf einem Parkplatz, so wie ich das sehe. Huch, okay, da gibt es noch ein paar Nachlader. Spiel gerade gestartet. Ich muss jetzt noch ein paar Dinge laden. Hier ist wieder alles anmarkiert. Das wollen wir nicht so haben. Nein, Aktivitäten. Nein, Events will ich haben. Genau, so sind wir richtig. Events, ach ja, ist ja gleich hier. Das Drift-Event. Aki Kimura, der Drift King, kommt mit seiner legendären Noise Bomb Crew nach Fortune Valley. Verteidige die Ehre des Valley, indem du sein Ergebnis in Whipsnake Loop übertriffst. So. Markiert ist es. Ja, mal ganz kurz. Vorwärtsgang rein und ein Schluck aus der Wasserquelle. Aus der Wasserquelle namens Soda Stream. So, wir haben ja in der letzten Folge dem kleinen Japaner hier ordentlich Beine gemacht. Was das Driftverhalten angeht. Und das heißt, jetzt werden wir das packen. Und zwar locker. Wir leben in Kurven und Bewegungen. Wir wandeln auf dem Schmalgrat zwischen Leben und Tod, Traktion. Aber es ist trotzdem schön. Ich bin Aki Kimura, der Drift King. Kimura. Willkommen bei Noise Bomb. Drift King. Ja, unser Nissan sieht definitiv besser aus. So viel kann ich schon mal sagen. Ach, aber guck mal, wir haben den gleichen Eckspoiler. Und? Nein, doch nicht. Man hört viel über dich. Größer. Das heißt, du bist scharf auf meine Krone. Ich will nicht deine Krone, Kimura. Ich will deinen Rekord brechen. Wir pulverisieren Rekorde im ganzen Land. Denkst du, du kannst uns Platz 1 in Fortune Valley streitig machen? Na, hallo. Den amerikanischen Traum, hä? Der hat vorne auch einen Auspuff. In Fortune Valley stelle ich die Rekorde auf. Der fährt auch gern mal rückwärts. Man sieht's, der hat vorne auch einen Auspuff. Nein, war wahrscheinlich der Luftfilteransaugstutzen. 500 Meter ohne Unterbrechung, das könnten wir jetzt gut hinkriegen, deswegen nehme ich es mal an. Dieser Run heißt Whipsnake Loop. Dann zeig mal, was Whipsnake Loop. Sieh zu und lerne. So, jetzt klappt es nämlich ja schon deutlich besser hoch. Wenn ich natürlich nicht gegen die Wand fahre. Mach schon, mach schon! Ja, so muss gedriftet werden. Ja, ein bisschen mal den Multiplikator oben halten. Oh ja, schön. Man erzählt sich, du würdest Offroad fahren. Ich stehe drauf, Dreck aufzuwühlen. Du wirst nie zu Noise Bomb passen. Aber die mit dem Geschwätz. Ich bin hier der Drift. Das ist nur der Anfang. Nicht King, sondern der Drift. Derivat der Drift. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann, der Drift. Ein Kaiser. Ja, die 500 Meter am Stück haben wir immer noch nicht geschafft. Schade. Suchst du noch nach Inspiration, Max? Ja. Warum, wenn ich zu langsam bin, oder was? Kommt noch. Oh, der war fein. Sehr gut! Das war auch sehr nice. So, jetzt hier. Jawohl, so wird es doch was. So, jetzt hier noch. Ich war vor einigen Jahren dort. Silver Rock ist jetzt mein Zuhause. Was auch passiert. Du wolltest eine zweite Chance. Ich verstehe. Naja, ich warte noch drauf. Hoch, hier müssen wir rum. Ah, das war jetzt mischt. Egal, mit ein bisschen hin und her schwänzeln kriegen wir wahrscheinlich genug Multiplikator zusammen, aber haben sie eh fast. Wir haben ja schon über 100. Aber die 500 Meter am Stück. Ah, shit. Das war Bullshit. Ja, ein bisschen Speed drauf hier. Nein, Mann, es geht mir um den Rausch, verstehst du? Genau das würde ein Künstler sagen.
vermischt. So, lass den Zweier-Multiplikator hochleben. So, gesperrt. Oha, oha, oha. Ja, wir haben noch den Zweier drin. Das war knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenn das überraschend war, wirst du bald richtig verblüfft sein. Okay, die 400, die 500 Meter am Stück haben wir leider nicht geschafft. Für Fortune Valley. Aber einen neuen Rekord. Wir haben einen neuen Auto-Lock-Rekord aufgestellt. Ja, ich frag mich, wer die 500 Meter am Stück driften, wer das hingekriegt hat. Und eine Leitplanke. Bam, die nehmen wir auch noch mit. Event abgeschlossen mit neuem Rekord. Sehr schön, so gefällt mir das. Also, das liegt einfach daran, wie gut die Kiste aufgemotzt ist. So, was haben wir hier? 10 PS Zuwachs. Ja, würde ich sagen, nehmen wir rein. So, Questreihenfortschritt. Neue Mission freigeschaltet. Wunderbärchen. So, dann her damit. Gute Arbeit im Whipsnake Loop. Aha, ich hab den Rekord pulverisiert. Als nächstes kommt der Bridge Run. Zeig mir, dass du nicht nur Glück hattest. Wenn's sein muss. So, und wo ist der Bridge Run? Wir gucken mal eben auf die Karte. Sogar, oh, direkt hier vorn. Direkt hier vorn. Wir sind Stufe 293. Yeah. Oh, was heißt direkt hier vorn? Wir sind wohl ganz anders. Ach, wir stehen hier. Ich dachte, wir sind der andere da oben. Ja, dann eben nicht. Dann müssen wir halt dann doch hinfahren. So, da gucken sie alle ziemlich Chefs aus der Wäsche. Weil wir halt doch hier ordentlich was drauf haben. Aber das sagt mir, vorsichtig sein mit den Wetten. Denn da ist es schwierig, teilweise die Sachen einfach zu machen. 500 Meter am Stück. Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg's hin. Aber die Kurven waren einfach nicht lang genug. Zu wenig schöne Haarnadeln. Und in den Haarnadeln kann man zwar einen guten Driftwinkel hinlegen, aber natürlich die Wegstrecke entscheidet. Und 500 Meter, ein halber Kilometer im Drift, ja, das ist nicht ohne. Würde ich mal behaupten. Der Tag ist halb rum. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ach, er immer mit seinem halben Tag da. Plakatwand geoutet. Müssen wir auch nochmal machen, irgendwie die ganzen Plakatwände wegschroten. Oder 3 Stück oder 4 Stück, ich weiß nicht genau, für... Hoppala. Na, wir kommen wieder hoch. Naja, okay. Ich weiß nicht, 2 Stück, 3 Stück, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber wenn wir da 1 oder 2 oder 3 oder wie auch viele auch immer, ja, zerschroten, dann gibt es neue Tuning-Teile. Und ja, da werde ich dann auch irgendwann mal dazukommen. So, hier natürlich schön die Multiplikatoren wegsemmeln, das wäre natürlich ein Traum. Aber da muss man den perfekten Griffwinkel erwischen. Und da fehlt mir einfach die Übung. Bin ja schon froh, wenn wir hier die Mission hinkriegen. Die Quests quasi. Ich bin einfach nicht so der Driftmeister. Ja. Ich glaube, da braucht man eins, und zwar Übung, Übung, Übung. Ja, um gut driften zu können. Wo fahre ich hin? Irgendwo hin, nur nicht da, wo ich hin soll. Da lauter Geflatterer. Ach, hier geht's hoch. Okay. Ihr wisst aber schon, dass das kein Offroad-Rennen ist, oder? Hm. Na gut, hier kann man natürlich ordentlich driften.
Das ist klar, aber eigentlich... Okay, hier geht's wieder raus auf die Straße. Ein bisschen abgekürzt. So, wo ist es denn? Da vorne ist es schon. So, hau rein. Beweise Aki Kimura, dass du ein wahrer Driftkünstler bist. Brich den Rekord von Noise Bomb im Bridge Run. Jo, machen wir. Da hau ich mal auf die E-Taste. Erreiche eine Geschwindigkeit von 190 km/h und übertrifft die Zielpunktzahl. Nö, nehme ich nicht an. Muss nicht sein. Zeig mir deine Kunst, McAllister. Nenn mich ruhig Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Zeit zu driften. Ich hätte jetzt gesagt, Driftcent van Gogh. 194.000 Punkte brauchen wir. Das ist natürlich heftig. Ich muss die Linie halten. Gar nicht so einfach, die Linie zu halten. Vor allem, wenn da ein Coke-LKW durchtingelt. Durch die Kurve. Und anderes Gefährt. Geldtransporter, die besonders hart sind. Und wo genau hat es jetzt hier Brücken? Ah, okay, hier kommt eine. Ich darf nicht verlieren. Na, Scheiße. Oh ja, komm. Jetzt haben wir natürlich die Kurve hier komplett versaut. Und los geht's. Auf zwei, los, 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 los. Ja, jetzt aber. Okay, ist noch auf zwei. Wenn ich nicht mehr bringe, habe ich keine Chance. Ja, ja, ja. Quatsch mich nicht ins Eck. So, Multiplikator sperren. Scheiße, 175. Oh, komm schon! Ja! 17.000 Punkte haben gefehlt. Das war diese Kurve definitiv, die ich da versemmelt habe. Ja, neu starten. Was soll's. Das kriegen wir hin. 190 km/h kannst du abknicken. Auf der Strecke. Gut, ich habe jetzt nicht auf Tau geguckt, aber... Zeig mir deine Kunst, McAllister. Nenn mich ruhig, I believe not. So, es braucht Geschwindigkeit. Oha, das war zu viel Geschwindigkeit. Und tschüss. Naja, das war eigentlich wieder verkackt. Machen wir Neustart. Okay, zu viel Geschwindigkeit ist offensichtlich auch nichts. Zeig mir deine Kunst, McAllister. Nenn mich ruhig Vincent van Gogh. Dann lieber hier schon mal den... Dann zeig ich mal was. ...den Multiplikator hochtreiben. Und nirgends dagegen ich sammeln. Muss den Winkel halten. Na ja, toll, und jetzt kommen da welche entgegen. Total beschissen. Noch auf zwei, noch auf zwei. Gut, gut. Ah, Scheiße, der geht von zwei so schnell wieder runter. Das kann ich besser. Ach, komm schon. Ah, Scheiße. Na, toll.
Gerade vor der Kurve. Ah, verdammt nochmal. Gerade vor der Kurve hätte ich ihn auf 2 halten müssen. Und Checkpoint verpasst. Verdammt, Axt. Komm schon. Konzentrier dich. Ah, verdammt. Gibt's doch nicht. Penner. Verdammte scheiß Autofahrer, die hier die Dinge hochschleichen. Oh, mal sehen. Immer weiter so, Mac. Oh, Dreier-Multiplikator gehabt. Das gibt einen Kratzer. Was mache ich denn? Ah, verflucht. Oh, ich hab's ja schon. Okay. Mit dem Dreier-Multiplikator habe ich es gerockt. Hab ich gar nicht gesehen. Naja, gut. Eine würdige Vorstellung, Mac. Mit zweimal runterfallen vor allem. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Ich muss den Steiler in den Winkel stellen. Das heißt, ich muss viel weiter außen anfahren. Ich muss besser in die Kurven anfahren und nicht so hin und her tingeln die ganze Zeit und mir dann lieber den Multiplikator innerhalb von einer Kurve hochziehen auf 3. Das ist, glaube ich, deutlich besser. Ah, okay, nehmen wir mal. Ich tingle ja immer hin und her, um den Multiplikator einigermaßen hochzuhalten bis zur nächsten Kurve, aber ich glaube, ich lasse den lieber sauber abklingen. Und dann fällt er zwar runter auf 1, aber dann kann ich eine Kurve besser außen anfahren und besser durchdriften. Gut genug, den König zu schlagen. Niemand schlägt den König. Ja. Und was war mit diesem, Ryan? Das ist Jahre her und es war das letzte Mal. Dann gebt mir doch eine Chance, eure Hoheit. Bald. Vorher wartet das Observatory. Das Observatory. So, wo haben wir das Observatory? Natürlich, ganz woanders. Ist ja wieder klar. Das ist meine Streckenführung. Ich muss da runter. Okay, so nicht. Aber so. Oh, ja, doch, war richtig. Okay, jetzt habe ich mir natürlich Gottes die Karre zerschrottet. Nur um da runter zu springen. Aber ich will versuchen, ob es geht. Und es geht. So, wunderbar. Karre voll im Arsch. Egal. Beim Driften kommt sowas schon mal vor. Da sollte man seine Heckscheibe nicht so viel... seiner Heckscheibe nicht so viel Liebe zu wenden. Denn da kann es passieren, dass er mal fehlt. Oh, der ist ganz schön schnell, der Karren. 302 km/h. Und wir müssen hier lang. Hat eine sehr gute Handbremse. Tankstelle? Nein, schade. Tuning Shop. Jetzt hätte ich mal kurz einen Tankstellenbesuch gewagt, um die Karre wenigstens wieder fein herzustellen. Weg mit dir, du scheiß Luxuslimo. Ich weiß gar nicht, wie muss ich denn die Kurven anfahren? Innen anfahren? Eng anfahren und dann rausdriften? Hey, Olympi ist jetzt. Zeige ich euch, wie das geht. Bricht den Drift-Rekord von Noisebomb M. Was? Stargazers Run. Ja, Tuning Shop, geh weg. Fahre in diesem mehrteiligen Event hoch zum Observatory und wieder nach unten, während du gleichzeitig Drift zeigst, die sogar den Drift King höchstpersönlich beeindrucken. Ja, so machen wir das. Das ist Stufe 290, Drift der 600 Meter. Nein, danke.
Stufe 290, Stufe 250 oder so ist willkommen gefragt. Beim legendären Stargazers Run. Zeig uns, was du drauf hast. Gehen wir's an! So, jetzt versuche ich's mal schön innen reinzufahren. Und mit einem möglichst steilen Winkel. Wird schon schief gehen! Oje, zu schnell gewesen. Außen anfahren, innen reinfahren. Oh, zu weit. Okay, außen ranfahren, eng okay, innen reinfahren. Ich schaff das. Oh, Mann. Bumm. Bumm ist immer scheiße. Oh, 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 oh. Das ist nur der Anfang. Oh, ich glaube, ich mach's lieber so. Ja. Naja, also den meisten Multiplikator kriege ich, wenn ich tatsächlich fast quer stehe. Ah ja, okay. 144. Ja, wohin? Hier hin. So, und da geht's auch. Ich dachte, da geht's wieder runter, den gleichen Weg. Aber offensichtlich nicht. Oha, enge Kurven hier oben. Saumäßig, ey. Und hier schon ins Ziel. So, ich fahre nicht ins Ziel. Nein, ich fahre ins Ziel. Egal. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Nein, auch wirklich nicht gut. Ich glaube, mit meiner Taktik bin ich da besser dran. Immer wieder zu driften und die ganze Zeit den Multiplikator wenigstens auf 2 zu halten. Aber naja, wir werden es nochmal versuchen. Aber in der nächsten Folge, meine Freunde, bis dahin, macht's mir gut, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Need for Speed Payback. Bis dahin, ciao!